sehr gut möglich. Ja. So, überall ist Glas, ne? Nur an dem Terminal, Server nicht, ne? Ja. Danke, Scheiße. Dann hauen wir in die Tasten. Okay, dann hacke ich das Ding mal. Erledigt. Vielleicht nochmal die Aufzeichnungen checken. Ja, dann überprüfen wir doch mal ihr Profilstatus. Aha. Das darfst du machen. Dankeschön. Stephanie, ich habe mich um ihre Akte gekümmert und sie aus dem System entfernt. Danke, Nomad. Das bedeutet mir wirklich viel. Können Sie jetzt frei sprechen? Ja. Ich sende Ihnen Koordinaten zu einem sicheren Treffpunkt. Dort kann ich Ihnen alles erzählen, was Sie wissen müssen. Danke. Ich bin schon gespannt. Da sind unsere Freunde drauf. Hm. Ups. Upsi? Ja, upsi, Schützenfinger. Okay, da ist ein Heli bei uns. Dann nehmen wir den mal. Ja, nehmen wir den. Hier geht's raus, Schatz. Ist schon? Ja. Okay, hast du dich gefunden. Gut. Ups. Up, up to the sky. Flieg, kleiner Vogel, flieg! Flieg, Lucius? Nein. Das sieht so geil aus. Hm. Müssen jetzt nicht die Drohnen rausschießen? Eigentlich schon. Aber die haben wir doch rausgeschafft, ja. Einfach nur geil. So, so. Weißt du noch, wie wir da hochgelatscht sind? Ja. Und dann die Rutsche nach unten. Es war geil. Aha. Ey, nicht festpacken hier. Helikopter. War was? Ich bin jetzt am Treffpunkt, Stephanie. Wo sind Sie? Stephanie, wo sind Sie? Es tut mir leid, Nomad. Ich werde nicht kommen. Ich kann nicht. Moment, was? Wieso? Ich habe keine Wahl. Ich muss alle meine Spuren verwischen. Sie müssen verschwinden. Wollt ihr mich verarschen? Die Wurst gerade rausgesprungen? Ja, ich glaube schon. Aua! Was? Was willst du holen, die dumme Sau? Ja, komm ruhig näher, dann macht's bumm. Du sollst das nicht einsammeln, du sollst schießen. Von hinten? Von der Seite. Seite. Wieder hoch. Ja, da ist er noch weiter. Oh. Gerade die Taste losgelassen.
Ich habe wegen Stephanie nachgeforscht und was ich gefunden habe, gefällt mir nicht. Wir müssen aufpassen, dass sie dem Strategen nichts von unseren Nachforschungen erzählt. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Apropos Stephanie, hör mal. Ich habe gerade einen der Kommandanten von der Claw-Liste verhört. Was Interessantes erfahren. Ich höre. Burgess hat sich anscheinend ziemlich gut mit ihrem Bodyguard angefreundet. Ein Kerl namens Carol Sekulich. Als Mitglied von Claws VIP Security sollte er doch wissen, wo sie sich versteckt. Carol Sekulich steht auf meiner Claw-Liste. Dann weiß ich wenigstens, wen ich mir als nächstes verknüpfe. Ich enthalte mich jeden Kommentares über diese Frau. So. Wolf-Kommandant. Oh ja. Wo müssen oh, wir der hin? Ist genau... Ja, genau, da. Warum? Oh ja. Ein paar Wölfe auseinandernehmen. Lappen. Vianna, schick schon mal den Stoßtrupp rein von dir. Aber sie sollen noch ein paar übrig lassen. Ja, so die Ohrläppchen und so, ne? Die brauchen wir noch für unsere Sammlung. Ich will mir eine Ohrläppchenkette machen. Nein, eigentlich sind das eher Fußzehen. Boah! Ach, das kann man laufen. Jo. Noch ein paar Sekündchen Fianas Männern gehen. Wobei, wenn ich mir das angucke, wäre ein Heli vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, oder nee, ich will ja von unten rein? Nö. Siehst du. Oh, ich wollte gerade schon wieder rutschen. Wolltest gerade schon wieder rutschen? Ja. Oh, 489 Schuss. Ich habe einfach gedacht, schieß drauf. Du hast ihn auch noch getroffen? Ja. Geil. Wir kommen dann mal. Oh, Heli, diese Richtung. Ach da. Ich wollte sagen, hättest fast über ihn stolpern müssen. Nee, ich habe in deine Richtung geguckt. Da habe ich die Seite gar nicht gesehen. Waren wir hier nicht schon mal? Ja. Ja. Brünchen, da sind ein paar Wulfis. Da ist noch ein Arschhalle. Bunker auch erkannt. Das sind aber nicht viele. Ja, Fianas Leute, ne? Einen Großteil schon eliminiert. Ei, wer ist denn da? Ich sehe weiter keine. Ich höre zwar hier noch irgendwo ein Labern. Das ist immer so die Sache mit dem Reinfliegen. Hab dich. Ja.
Der Funker steht nur ein bisschen scheiße. Kannst du den treffen? Nee, so nicht. Wie weit ist der denn entfernt? Na, 222. Das habe ich auch schon überlegt. Den könnte man von dort bestimmt erwischen. Wenn da nicht der andere Hügel im Weg ist. Ah, ich gehe mal rüber gucken. Ich robb mal ein bisschen durch den Schlamm. So, Arschloch ist weg. Wüsste nicht, wo wir sind, ne? Ja. Der Mörser ist Geschichte. Ach, da hat er sich doch dann da wegbewegt, der Arsch. Mhm. Nur noch die Drohne. Und der eine, der sich hier unten im... Okay. Nur noch die Drohne. Ja. Wir sind ein Fahrer mit Schießer. Was ist los, Dröhnchen? Das Ding ist kaputt. Hab da auch mal was für dich. Noch was. Da auch noch was. Findest du auch nicht lustig, ne? Das wissen wir über ihn. Aha. Security beim Klau-Projekt zuständig. Das ist wirklich nicht viel. Sobald ich mehr weiß, werde ich mich bei dir melden. Klingt gut. In den Lagern der Wulfs ist eine heimliche Vorgehensweise ratsam. Schatz, haben wir was verpasst? War das nicht heimlich? Ja, sie sind alle unwissend gestorben. Gut. Weil sie nicht wussten, wer sie tötete. Ja, dann machen wir, glaube ich, immer noch einen Fehler. Nie macht man's richtig. Egal wie. Alleine Dioskuren? Oder mit Hilfe? Bisschen Munition holen. Ein Einsatzzeitplan. Vielleicht genau das, was ich brauche. Zufälliges Trio. Warst du bis zum Schluss am Leben? Ah, ich habe mal schnell die Infos geholt. Jo, hier habe ich ja auch die Infos an der Seite geholt. Sehr schön, Diospiel. Das ist dann sehr schön. Da ist noch eine Info. Ich will nur zurück zu meinem Hof. Lalalala. Ah, da brauchen wir den Heli für. Mhm.
Hatten wir hier vorne irgendwo einen umgebracht? Ja, da ist einer. Nein, nicht Waffe! So, Zampelmann aufheben. Könnten wir uns jetzt bewegen? Danke. Jetzt verlangst du aber was. Ja. Kiste. Zwei Fertigkeitspunkte. Nett. So, zwei Minen dazu. Aber keine Granate. Mist, verdammter. Granaten müssten hier in dem sein. Filtergranaten. Danke, wenigstens zwei Stück. Lalalala. Das nennt man Guerilla-Taktik. Nee, dann wären wir ja reingegangen und hätten sie pum 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 fertig gemacht. Naja, Guerilla-Taktik beschreibt, denke ich, die Taktik, dass du mit den Waffen des Feindes tötest. Ah. Oh. Sprich, sie holen die Beute, also die Waffen etc., du nimmst sie und tötest sie damit. Und klaust denen halt die Sachen und dadurch haben sie sowas nicht mehr. Das ist eigentlich so die Guerilla-Taktik. Okay. Sagt dir der Name was? Vodark? Ja, hab ich schon mal gehört. Die war mal ein Hauptziel der Ghosts. Wie konntest du Carol so schnell damit in Verbindung bringen? Ich hab Cost kontaktiert. Ich wollte wissen, ob er irgendwas über die Wolves weiß. War nicht leicht, das aus ihm rauszukitzeln. Aber anscheinend hat sich Carol beim Paladin Nein beworben, nachdem er übergelaufen war. Und pass auf, er wurde abgelehnt, weil er zu entspannt war. Das klingt nach jemandem, den ich gerne mal treffen würde. Oh, hier ist alles ruhig. Was zum Teufel ist hier passiert? Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe da nichts gesehen. War Fiana schon wieder da? Ja, und ihre Leute haben einen in seinem Bett umgebracht. Was? Betten umbringen? Ja, hier, komm, guck. Da. Was? Der war am Essen. Das ist aber hart. Oh, noch beim Essen. Mit drei Schüssen. Ah, da ist das Arschloch. Erstmal die Kiste nehmen. Nein, raus, Schatz! Oh, ich hätte die verkehrte Taste gedrückt! Oh. Schatz? Ja? Willst du uns umbringen? Nein, hatte ich nicht vor. Entschuldigung. Aber er ist noch da. Und ja. Alles gut. Ein Glück. Aber ich wollte gucken. Ne, meine Pistole kann ich noch nie aufwerten. Da fehlt mir noch eins. Aber die anderen sind fertig. Ich glaube, das Bums hat irgendjemand gehört, wa? Gut möglich. Hat da irgendjemand ein Schreien hören? Oh ja, da. Der kommt direkt zu uns. Ups. Wer? Lalalala. Okay, er also ist auch wieder nach hinten gelatscht. Naja, der ist hier auf Balkonien. Okay, jetzt ist er draußen. Ist er draußen? Ja. Ich will hier noch die Info abkassieren.
Hör auf hier rumzulaufen, Digga. Du sollst ein einsamer Wolf sein. Komm, halt doch mal an, Junge. Kann man nicht reden.